Wir stimmen überein, noch einmal, dass wir nicht nur viel vor uns haben, sondern dass wir sehr, sehr viel gemeinsam jetzt auf den Weg bringen müssen. Und zwar durchaus im Sinn des Bundespräsidenten, dass wir das rasch tun, dass wir das verlässlich tun und vor allem das Richtige tun. Und das Richtige ist unserer Meinung nach all das, was im Regierungsprogramm festgehalten ist. Einiges ist schon gemeinsam angegangen worden, abgearbeitet. Vieles liegt eben noch vor uns. Und dieses Regierungsprogramm hat nicht umsonst den Titel Verantwortung für Österreich. Und wenn wir uns erinnern, haben sich damals tatsächlich, das hat sich ja auch nicht geändert, zwei sehr unterschiedliche Parteien haben sich hier gefunden und getroffen und diese Regierungsverhandlungen aufgenommen und dieses Regierungsübereinkommen abgeschlossen. Bei aller Unterschiedlichkeit. Aber ich darf Sie tatsächlich daran erinnern, es waren und es sind die beiden Wahlsieger. Und das muss man ganz im Sinne, wie es der Bundeskanzler gesagt hat, auch anerkennen. Ja, es sind Nationalratswahlen. Da haben Sie Ihr Mandat davon erhalten, aber realverfassungsmäßig, es sind auch immer wieder und immer stärker Persönlichkeitswahlen. Das wollen wir nicht ausblenden. Aber wenn wir uns jetzt diesen Auftrag gegeben haben, dann wollen wir ihn eben fortsetzen. Und das vor dem Hintergrund, dass wir in den letzten Tagen zugegeben einige Bewährungsproben hinter uns gebracht haben. Es gibt mehrere Bewährungsproben in dieser Zeit, einerseits für die Bundesregierung, aber auch hier im Parlament, für Sie, für die Klubobleute insbesondere und die Bewährungsproben für die Institutionen dieser Republik, die aus der Verfassung hervorgehen. Und lassen Sie mich auf die paar Punkte mal eingehen. Zunächst einmal Dank und Anerkennung auch und gerade auch an die Österreichische Volkspartei. Es war sicher nicht leicht, diese Entscheidungen zu treffen und sie sind dann sehr, sehr rasch getroffen worden im Interesse der Republik Österreich. Sie haben sich in Ihren Parteigremien getroffen, Sie haben mit den Landeshauptleuten gesprochen. Jedenfalls, es ist eine rasche Entscheidung getroffen worden. Und ausdrücklich möchte ich festhalten, dass ich den Schritt von Sebastian Kurz anerkenne und dass er auch den notwendigen Respekt verdient. Das ist sicher auch nicht einfach. Aber auch hier gilt das Gleiche wie vorher. Gut, dass es rasch gelungen ist, hier einen neuen Weg zu beschreiten. Und es ist nur die mindeste Korrektheit anzumerken, dass wir in den letzten mehr als eineinhalb Jahren ganz, ganz viele Entscheidungen gemeinsam getroffen haben. Unter schwierigsten Bedingungen oft, mit aller Unterschiedlichkeit. Und trotzdem ist aus meiner Sicht, das ist natürlich meine Bewertung, sehr, sehr viel gelungen. Und auch das wäre völlig falsch, wenn man das in dieser Minute nicht erwähnen würde. Und es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dieses auszusprechen, damit es da keine Missverständnisse gibt. Die Bewährungsproben haben aber auch andere erreicht und sie haben sie bestanden. Ich danke den Klubobleuten ausdrücklich für die Gespräche, die wir geführt haben am Freitag, weil auch hier erkennbar war, dass wir eines gemeinsam wollen, dass in einer Situation, wo Instabilität droht, für Stabilität gesorgt werden sollte. Auch hier und erst recht hier bei aller Unterschiedlichkeit der Zugänge. Aber wenn wahr ist, dass in dem Fall ehrliche Meinungsumfragen die Neuwahlen nicht so beliebt sind, dann muss einen das grundsätzlich nicht schrecken, schon gar nicht in der Demokratie. Die Wahlen, ob neu oder regulär, sind das Wichtigste in der repräsentativen Demokratie. Da gibt es überhaupt nichts zu rütteln an der Sache. Aber
Wir müssen natürlich darauf achten, dass das Vertrauen in die Institutionen, erstens eben der repräsentativen Demokratie, aber auch in das Institut dieser Wahlen, dieser Nationalratswahlen, wovon Sie eben Ihr Mandat her haben, dass das nicht erodiert. Das wäre das Schlimmste, was passieren kann. Und deshalb ist es zunächst schon so, dass nachdem Sie gewählt wurden und den Auftrag hatten, die Klubobleute hier sich zu Recht getroffen haben und versucht haben auszuloten, was kann passieren, wenn eine andere Situation eintritt und diese Koalition, sagen wir es einmal so, nur mehr mit besonderen Schwierigkeiten weitermachen könnte. Man darf das ja offen aussprechen. Und dafür gilt auch Respekt und Dank, weil hier erkennbar war, das Anliegen nicht sofort in Neuwahlen zu gehen, sondern auszutarieren, was in den nächsten Monaten wenigstens gemeinsam geschafft werden könnte. Und wir werden ja noch darauf zu sprechen kommen in den nächsten Tagen. Da geht es ja um ganz viel. Es ist doch richtig und wichtig, dass wir die Verantwortung übernehmen, dass wir ein Budget in diesem Haus beschließen können. Morgen wird es eingebracht. So sieht dem Finanzminister nicht das Misstrauen aussprechen. Dann werden wir es einbringen. Aber dann haben wir die Situation erreicht, dass wir nicht schon ab 1. Jänner des nächsten Jahres auf ein Budgetprovisorium zurückgeworfen sind. Ja, auch dafür hat die Verfassung eine Vorkehrung. Aber jeder, der sich auskennt in der Finanzverfassung, weiß, dass wir ab März, April, Mai das Problem hätten, in einzelnen Ausgabenbereichen Shutdown-artliche Zustände zu haben. Wer will das? Wir nicht. Und deshalb auch dieser Schritt und deshalb Anerkennung dafür. Und wenn wir in den letzten Tagen eben sehr viel von diversen Systemen gehört haben, will nicht weiter kommentieren. Ich konzentriere mich auf die Systeme, die relevant sind, die aus der Verfassung hervorgehen. Die ganze Verfassung ist ein Stabilitätssystem. Ja, und sie greift und sie funktioniert. Ich bin da ganz beim Bundespräsidenten. Und apropos die Institution des Bundespräsidenten, das System, das um ihn gebaut wurde, aus rechtlichen Konstruktionen heraus, aber auch so wie der Bundespräsident, der Amtierende, das Amt anlegt. Auch das ist eine Garantie für Stabilität, für Verlässlichkeit und für Orientierung. Vielen Dank dem Bundespräsidenten für die Gespräche, die er geführt hat, auch mit Ihnen und mit mir. Und ich sage Ihnen tatsächlich, ich komme meistens oder fast immer gescheiter raus, als wenn ich hingehe, weil er nämlich genau das vor Augen hat. Das vor Augen hat, um was es geht. Um eine Verlässlichkeit für die Republik Österreich. Und das hat er schon mehrmals bewiesen. Es haben aber auch andere wichtige Institutionen in der Demokratie die Bewährungsprobe bestanden. Die Medien. Die allermeisten berichten unabhängig. Und das war in dieser Situation, denke ich, auch ganz wichtig. Und das sollte bei allen Turbulenzen, die wir in vielen europäischen Ländern schon sehen, nicht unerwähnt bleiben. Ja, und last but not least, ein schwieriges Thema, ich weiß es, die Institutionen der Justiz und die Einrichtung der unabhängigen Justiz überhaupt. Ich kann nur sagen, lassen wir die Justiz arbeiten. Lassen wir sie unabhängig ermitteln. Und sie tut es ja. Sie lässt sich auch nicht besonders beeinflussen, offensichtlich. Und das ist gut so. Und jetzt, glaube ich, geht's doch um Folgendes. Nicht, dass auch einzelne Handlungen, einzelne Schritte, einzelne Institutionen der Justiz, etwa der Staatsanwaltschaften, nicht kritisiert werden dürften. Das wäre ein völliges Missverständnis. Ja, das haben fast alle Fraktionen hier schon mal gemacht. Ich habe zurückgeblättert. Das muss zulässig sein in einer Demokratie, wo die Checks and Balances zusammenstimmen. Das ist aber nicht der Punkt. Es geht darum, dass wir uns zurückhalten oder es unterlassen, generelle Zurufe, gerade von den politischen Parteien, an die Justiz zu machen, die sie wiederum generell in Frage stellen. Das ist doch das Problem und das muss man einfach benennen. Und ich verstehe schon, wenn sich Personen,
Wenn sich Organisationen ungerecht behandelt fühlen, das ist völlig verständlich, aber da muss man im Rechtsstaat das richtige Mittel dazu suchen. Und es gibt eigentlich, so ausbalanciert ist das System, für alles ein Mittel. Ich spreche es unmittelbar an, damit wir es einmal durchhaben. Wenn die Anordnung zu einer Hausdurchsuchung von einem unabhängigen Richter oder einer unabhängigen Richterin genehmigt wurde, dann ist das ja schon mal nicht nichts. Es ist nicht hilfreich, wenn man diesen Vorgang als Show bezeichnet. Wir haben uns da gerade deklariert. Aber es gibt auch hier die Möglichkeit, ein Rechtsmittel zu ergreifen, was die weitere Verwertung betrifft. Es ist also nicht so, dass es keine Möglichkeiten gäbe im Rechtsstaat. Und deshalb appelliere ich, dass wir uns an den unabhängigen Rechtsstaat wenden und ihn nicht attackieren. Und, na selbstverständlich, auch in die andere Richtung, bei strafrechtlichen Vorwürfen gilt die Unschuldsvermutung. So ist das. Das ist doch ganz logisch und auch da wäre es vernünftig, wenn wir hier öfter auch diesen Boden nicht verlassen würden. Auch, ich weiß, dass das heikel ist, aber ich war ja lang genug Parlamentarier, aber das traue ich mir auch sagen. Auch was die Rechte, nicht nur hier von Beschuldigten betrifft, im Strafverfahren, auch was die Rechte von Auskunftspersonen bei parlamentarischen Untersuchungsgremien betrifft. Es haben alle Rechte und Pflichten. Das ist doch unser System. Und ich halte es für ausbalanciert und tragfähig. Und auf der Basis können wir weiterarbeiten. So, und jetzt gibt es genug zu tun. Ich habe es erwähnt. Im Budget. Das ist ja nicht nichts, was wir hier riskiert hätten. In diesem Bundesbudget, es wird morgen eingebracht, finden wir Finanzierungsvorsorgen großer Art, etwa für die Kindergärten, für die Kinderbetreuung, für die Digitalisierung in den Schulen, für die ersten großen Reformansätze in der Pflege. Das wissen Sie, das ist höchst notwendig. Es hilft ja nichts, wenn wir uns das dauernd irgendwo ausrichten und endlich, wenn es losgeht, halten wir die Republik auf. Nein, wir gehen das an. Die Ausbildung in der Pflege wird angegangen und mit massiven Mitteln unterstützt. Erstmals in dieser Dimension. Dasselbe gilt für ganz viele Ressorts. Eigentlich in jedem ist ein Schwerpunkt drinnen. Wir werden es vielleicht morgen hören, denke ich schon. Und das sollte uns auch stolz machen in der Bundesregierung. Ich nehme jetzt ganz anderes heraus. Der Gewaltschutz für die Frauen. Ein ganz wichtiger Punkt. Und auch da werden Mittel investiert, so viel wie nie zuvor. Und das wollte man natürlich genau nicht riskieren, aus gutem Grund. Und Ähnliches gilt natürlich für die ganz, ganz vielen Projekte in der längst notwendigen ökologischen Umsteuerung in den ganzen Klimaschutzprojekten. Es ist noch nie, das hat schon voriges Jahr begonnen, aber jetzt geht es weiter, auch mit der Finanzvorschau in den nächsten Jahren, noch nie sind annähernd so viele Mittel, und zwar Milliarden, nicht Millionen, Milliarden in die Zukunftstechnologien, in die Umwelttechnologien, in die Digitalisierung, in all diesen Bereichen, mithin in die ganze ökologische Infrastruktur vorgesehen und investiert worden. Und zwar in Stadt und Land. Das ist doch ganz wichtig. Ob das Bussystem dort betrifft, das Schienensystem oder andere Einrichtungen, die hier gebraucht werden, etwa auch für den Individualverkehr in der Elektromobilität. Ich erspare Ihnen das aufzuzählen, weil Sie kennen das grüne Programm und ich habe da sicher eine grüne Brille auf, klaro. Aber da geht sehr, sehr viel weiter. Deshalb habe ich auch ganz bewusst vorher andere Projekte herangezogen, wo wir doch alle gleichermaßen dahinter sein sollten. Und erst recht in der Pandemiebekämpfung. Dort sind die Mittel in diesem Budget für die weitere Anschaffung der Corona-Impfstoffe. Das ist richtig und wichtig und deshalb haben wir so gehandelt, wie wir gehandelt haben und machen auch so weiter. Es geht doch jetzt insgesamt darum, der Herr Bundeskanzler hat es angesprochen, dass Österreich ganz, ganz viele Chancen hat. Es ist jetzt viel schneller gegangen als erwartet, da haben sicherlich alle einen Beitrag dazu geleistet, dass wir schneller aus dieser Krise rausgekommen sind als erwartet. Aber was noch viel wichtiger ist, was die ganze Zeit seit vorigen Jahren in den Vorhaben der Bundesregierung gemacht wurde, ist doch, dass wir auch
besser aus dieser Krise sogar herauskommen, als wir reingegangen sind. In ganz vielen Bereichen, gerade wenn es um die Modernisierung der Wirtschaft geht und auch was die Absicherung in so schwierigen Zeiten betrifft, für die Einrichtungen und Transfers des Sozialstaates. Beides ist gelungen und beides wird fortgesetzt. Da können Sie die Leute jetzt eben drauf verlassen. Stabilität, Verlässlichkeit, Orientierung. Genau deshalb. Und in diesem Zusammenhang bin ich wirklich dafür, dass wir aufhören mit dem Sudern, dass wir wieder ein bisschen mehr ins Ruder greifen, das haben wir jetzt vor. Und da geht es genau um den großen Umbau, der in vielen Ländern in Europa angegangen wird. Der Herr Bundeskanzler hat es ja gesagt, dass die europäische Dimension ganz wichtig ist, auch in all diesen Bereichen. Wir sind sehr froh über diese proeuropäische Deklaration. Auch da finden wir wahrscheinlich viele Partner hier im Nationalrat, mindestens auch im Regierungspartner. So, und wenn wir das alles angehen, dann können wir uns dem zuwenden, was in dieser Zeit jetzt so wichtig ist. Transformation statt Depression. Ich bitte Sie doch. Österreich hat alle Chancen und die sollten wir nutzen. Und das heißt nicht umsonst in unserer Bundeshymne zukunftsreich. Tatsächlich zukunftsreich. Und deshalb lassen Sie uns das Richtige tun, lassen Sie es uns verlässlich tun und lassen Sie uns es rasch tun, aus Verantwortung für Österreich.